Hallo, meine lieben Kreativlinge. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche stören euch nicht. Oh, meine Spülmaschine läuft. Die musste ich unbedingt anschalten. Die war voll, voller als voll. Ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen. Wie ihr gelesen habt, machen wir eine Fake-Schüttelkarte. Also Fake, ne? Es ist halt ratzifatzi gemacht. Das Ganze sieht so aus. Und mir fällt gerade auf, ich habe das Material nicht da. Das muss ich erstmal schnell noch holen. So. Ja. Jetzt fällt mir gerade ein, habe ich das andere Material da? Nein. Okay, dann muss ich nochmal aufstehen. So, entschuldigt. Ja, meine Kleine hat mich angemalt. Also nicht wundern, wenn mal Videos kommen mit bunten Streifen oder so. Ja, die geht ganz easy. Zeige ich euch. Wir fangen an mit einem Aufleger. Der hat die Maße 10x14,5. Und den gestalte ich mir jetzt erst einmal. Ich werde das genauso machen wie hier. Und zwar nehme ich einfach einen Acrylblock und Farben. Einmal Wilted Violet. Dann habe ich mir so einfach so einen Streifen hier hin. Mach das mit. Wasser ein bisschen nass. Und dann versuche ich so ein bisschen so einen aquarellfarbenen Hintergrund quasi zu gestalten. Zwischendurch immer wieder föhnen. Dann geht es einfach schneller. So. Durchwälzt sich das Papier, aber das ist nicht tragisch. Dann nehme ich einmal Mermaid Lagoon. Eine Aussprache wieder vom Feinsten. Und ich muss ja wieder lauter sprechen, ich vergaß. Im Prinzip mache ich jetzt ja nichts anderes. Ich versuche halt ja so einen Aquarellhintergrund ein bisschen zu gestalten mit Farben. Das wieder schnell föhnen. Manchmal frage ich mich, was ich mit meiner Hand mache, wenn ich die gerade so halte. Aber gut. Denkt euch nichts dabei. Dann einmal Twisted Citron. Dann kann ich die nämlich auch gleich alle aufräumen. Und es muss auch gar nicht ordentlich sein. Ne, Aquarell-Hintergründe sind auch nicht ordentlich. Auch wieder föhnen. So. Und dann noch das Gelb. Dann nehme ich das Fossilst Ember, schieß mich tot, keine Ahnung. Dann mache ich da in die Ecke einfach sowas, so ein Dingens hin. Das ist quasi einfach nur so ein bisschen ja, regenbogenfarbenmäßig. Dann räume ich gleich mal alles weg, was ich nicht mehr brauche. Schnell föhnen. So. Das lasse ich jetzt nochmal antrocknen. Stempelkissen wegräumen. Wenn der Herr Tim Holz mehr Farben rausbringt, dann kriege ich so langsam ein Platzproblem. So, okay. Dann habe ich hier eine Grundkarte. Die hat die Maße,
14,5 mal 21, glaube ich. Ich glaube 21. Die falte ich mal einfach in der Mitte. Das sind die vom Action. Diese metallic-farbenen Cardstock-Teile. Die sind ja schon auf A5 und die sind super, finde ich, zum Karten machen. Gibt leider nicht immer. Okay. Dann brauchen wir unseren Spruch. Von Heavy Doodle ist das. Heavy Doodle sind die, ne? Ich verwechsel Time for Tea und Heavy Doodle immer. Na. Der einzige Nachteil ist, dass die Stempel dann immer in meiner Folie da drin kleben. Und da stempel ich mir einfach mit Versafine Clear, weil das ist ja wasserfest. Einfach den Spruch da so hin. Wieder sauber wischen, dann kann ich nämlich auch das wieder wegräumen. Dann wird es hier auch schon mal weniger. Na, 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 wo sind sie denn? Da. Und dann brauche ich meine Stempelabdrücke. Habe ich noch gar nicht ausgeschnitten, aber ist gar nicht so schlimm. Weil dann kann das nämlich noch mal ein bisschen trocknen. Und ich bin gerade voll konzentriert. Und jeder möchte sehen, wie ich ausschneide. Garantiert. Einmal. Zweimal. Und jetzt noch das Hotte Hü. Obwohl ich das andere vorhin auch nicht so genau ausgeschnitten habe, da habe ich einen Rand gelassen. Egal. Die sind ja relativ einfach auszuschneiden. So, jetzt habt ihr es gleich geschafft. So, dann kleben wir die mal auf. Jetzt ist der Spülstein nach unten gefallen in der Spülmaschine. Das wollte jetzt auch jeder wissen, ne? Ah, schön. So. Und jetzt kommt das ja eigentliche dran von dieser Schüttelkarte. Und zwar, wo habe ich sie schon gesagt? Vom Action diese ja, Kartentüten, wo man die fertigen Karten eigentlich reinmacht. Aber damit geht es easy peasy, also wirklich ratzifatzi. Und ja, ne, wie man sieht, erfüllt es voll seinen Zweck. Und wenn man mehrere machen muss, möchte, wie auch immer, geht es, wie gesagt, rasend schnell. Ich nehme die Tüte. Hier vorne ist die Öffnung. Das drehe ich quasi um, so dass das lange Stück vorne ist. Lege meine Karte rein bis zum Eck. Und dann nehme ich halt, ja, Pailletten, Glitzer, wie auch immer. Ich nehme das hier und diesmal ein paar Sternchen.
schüttelt es vorne rein. Also vorne aufs Bild drauf. Ja, das reicht schon. Schauen, dass es unten ein wenig in die Ecke reinmacht. Dreht das Ganze um. Ziehe oben die Schutzfolie ab. Kleb das einmal so zu. Dann ist oben schon mal zu und vorsichtshalber den Glitzer schon mal zumachen, weil ich habe vorhin schon mal Embossingpulver umgeschüttet. Bis du das dann einmal aufgesammelt hast, weil du willst es ja dann wegschmeißen. Und dann nehme ich einfach Tesafilm und der Rest, der hier übrig ist, quasi von der anderen Seite, klebe ich mir einfach mit Tesafilm fest. So. Das, was übersteht, das schneide ich mir ab. Das ist auch kein Problem. Zu viel. Na, noch bleibt's drin. Jetzt habe ich den Tesafilm da am Finger kleben. Ja! Der mag nicht runter. Nee, ich hoffe, da fällt jetzt kein Glitzer raus. Typischer Vorführeffekt. Doch, da fällt Glitzer raus. Okay. Dann muss ich nochmal tricksen. Also normalerweise. Oder ich nehme eine neue Tüte. Aber gut. Natürlich in die Ecke reingemacht. Es ist wieder so ein typisches Video, ne, wo wieder nichts funktioniert bei mir. Wahnsinn. Der Prototyp hat wunderbar funktioniert, ne? Es ist echt. Aber jetzt habe ich das Loch auch zugemacht. So, dann mache ich mir hinten, wo habe ich die jetzt hingeschmissen, 3D-Pads drauf. Ja, die kleben immer wie Pech und Schwefel, die Dinger. Und dann war es das eigentlich schon. Noch das Zeugs. Die Schutzfolie abziehen. Und meine Karte kleben, andrücken und fertig ist unsere, ja, Fake-Schüttelkarte im Endeffekt, ne? Also total easy. Die hängen jetzt natürlich alle unten fest, aber gut. Jetzt. Oh, ich find's cool. Ich find's cool. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich sag, ich find's genial. Es ist easy. Super schnell gemacht. Und ja, ne, man fummelt nicht ewig darum. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich werde noch ein paar davon machen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.